Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder und zwar will ich euch in den folgenden Video zeigen, wie man die Sprache ändert unter Windows 10. Ja, das geht recht einfach, wenn man es weiß, aber ja, wie das so ist, halt die manche wissen, manche nicht. Deswegen möchte ich euch hier nochmal schnell zeigen, wie das geht. Alles, was wir machen müssen, wir können entweder hier oder am besten. Ja, wir drücken einfach die Windows-Taste und die R-Taste, ja. Und da öffnet sich hier dieses Fenster. Die Windows-Taste ist die Taste zwischen Steuerung und Alt, ja, auf der Tastatur unten links. Und hier in das Feld hier, genau, da geben wir hier dieses Befehl hier, Control.exe slash Name Microsoft.language. Jeweils mit einem Leerzeichen dazwischen und klicken einfach auf OK. Daraufhin öffnet sich hier dieser ja, Fenster hier von der Systemsteuerung. Direkt Sprache hier. Und hier haben wir die Möglichkeit, ich habe jetzt hier zum Beispiel Deutsch und Englisch ist schon installiert. Ich habe hier die Möglichkeit, eine neue Sprache hinzuzufügen. Ja, ich kann mir was aussuchen, zum Beispiel Baskisch meinetwegen. Einfach doppelklicken. Und schon, jetzt kommt die Benachrichtigung, dass das ein bisschen dauert. Das muss erstmal ja, heruntergeladen werden. Das ist ja gar nicht verfügbar. Aber in der Regel, ja, wir nehmen jetzt, das kann man hier auch wieder entfernen. Hier, ja, einfach markieren und dann auf Entfernen. Klicken und schon ist es wieder weg. Ich möchte aber mal ja irgendwie eine Sprache hier, Japanisch zum Beispiel. Ich hoffe, dass die jetzt genau. Dann wird das als nächstes heruntergeladen und installiert. Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Ich entferne das wieder. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz zeigen. Was wir noch machen, beziehungsweise wie wir die primäre, die Hauptsprache festlegen können, das können wir jetzt hier, indem wir auf Optionen hier klicken. Zack, und hier haben wir die Option als primäre Sprache festlegen. Ja, nach dem Neustart oder einmal ab und wieder anmelden, ist dann die neue Sprache aktiviert und verfügbar. Genau, das war es auch schon. Alles, ich hoffe, ja, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.